Frühstück in Paris und dann ab in den Zoo. Ich bin noch in Paris geblieben. Genauer gesagt im Stadtteil Vincennes, rund um den großen Kunstfelsen Grand Rochel, der bis heute Wahrzeichen des Zoologischen Gartens ist. Neben tierischen Aushängeschildern wie den Seekühen im Tropenhaus. Also kommt doch einfach mit. Nach Passieren des Eingangs geht der Rundweg eigentlich wie von einer großen Plaza aus nach rechts los. Doch ich gehe mal wieder gegen den Strom und folge dem linken Weg, auf dem man eigentlich zurückkäme. In diesem tropischen Parkteil wartet dann gleich eine zoologische Kostbarkeit, die ich zwar kurz gesehen, aber leider nicht vor die Linse gekriegt habe. Die Sifakas in ihrem modernen Gehege mit Scheiben, einsehbarem Warmhaus und Schildkröten in der Nachbarschaft. Zu sehen von breiten, boulevardartigen Betonwegen aus. Und damit bonjour et bienvenue aus dem Parc Zoologique de Paris, einem Neubau aus einem Guss. Einschließlich des grün eingewachsenen Eingangs, den man fast übersehen könnte. Der gesamte Zoo wurde von Ende 2008 bis Anfang 2014 im Grunde völlig neu gebaut. Wir beginnen, wie gesagt, gegen die Laufrichtung mit der tropischen Geozone, die zunächst mit Madagaskar und Tieren wie Fossas sowie diversen Lemuren wie den Larven Sifakas aufwartet. Dann im größeren Teil mit Guyana, also Südamerika, einschließlich Seekühen im großen Tropenhaus, Wollaffen, Jaguaren und einem Trupp von Waldhunden nachlegt. Das Wahrzeichen ist und bleibt das im Grunde einzige Überbleibsel des alten Zoos, Grand Rochel, eingerahmt von Europa und Afrika. Neben zwei Großvolieren zu Füßen dieses Felsens befindet sich im letzteren Parkteil mit der Savanne das größte Gehege des Zoos. Dazu aber auch in Nachbarschaft die Rappenantilopen und die Breitmaulnashörner. Patagonien beginnt mit Pumas und Pudus und zeigt also noch mehr von Südamerika. Und so finden wir auf 14,5 Hektar 5 interessante Geozonen oder Themenwelten und etwa 180 Tierarten. Der große Kunstfelsen ist auch weiterhin ein Hingucker und prägt das Gelände doch irgendwie mit. Doch es gibt vor allem eben auch zahlreiche besondere Arten zu sehen, wie schon teilweise genannt. Auch im wirklich großen Tropenhaus, das insgesamt auch etwas Besonderes ist. Zu den Höhepunkten gehört es nicht zwangsläufig, aber die besagte Savanne schon eher. Von Besatz, Gestaltung, Größe und Einblickmöglichkeiten. Highlights sind sicherlich Jaguar und Pumas, gerade auch die von drei Stellen einsehbare Anlage der Berglöwen insgesamt. Der Zoo ist oft überlaufen, sodass sich frühes Aufstehen und Dasein sowie gegen den Strom laufen wirklich lohnt, wie wir es eben gemacht haben. Und darum weiter auf dem Rundgang. Zwischen Inselanlagen von Katas, Kapuzinern und Totenkopfäffchen sowie zentral gelegen an die Außenhülle des Tropenhauses angrenzend Weißbüscheläffchen und den übernetzten Gehegen von Sifakas und Wollaffen führt der Weg dann weiter hin zur mehrfach genannten Tropenhalle. Der Weg zum Haus führt an Außengehegen von weiteren Lemuren vorbei. Auf den 9.655 Quadratmeter Madagaskar finden sich draußen und oder drinnen noch Mongoose-Makis, Kronen-Makis, Mohren-Makis und Gürtelwaris. Und dazu die Fossas, bevor man das tropische Paradies betritt, das freilaufende bzw. freifliegende Bewohner sowie Aquarien, Terrarien und Großgehege zu bieten hat. Man startet bei den Innengehegen der Lemuren und Fossas. Auch im Gebäude selbst besteht dann die Zweiteilung zwischen Madagaskar mit Lemuren, Madagaskar-Boas, Tomatenfröschen und Pantherchamäleons und dem südamerikanischen Guana. Ich muss sagen, das Tropenhaus ist gut besetzt und nett, aber es ist nicht weltbewegend oder gar atemberaubend. Und manche Gehege stören das Bild, weil sie nicht immer geschickt kaschiert bzw. eingepasst sind. Die Einblicke wiederum sind toll. Ich hatte mir von außen etwas mehr erwartet, auch aufgrund der Größe. Aber seht es euch selbst an und lasst es auf euch wirken. Mich stören ja schon immer etwas die breiten, akkuraten, betongegossenen Wege, aber das hat Gondwana in Leipzig trotz aller Qualität ja im Grunde auch. Während wir hier an der wunderbaren Tuckernvoliere, der gegenübergelegenen leider reinen Innenhaltung der großen Ameisenbären und einigen Tamarinen, für die das gleiche gilt, vorbei, tiefer nach Südamerika vordringen. Tiefer hinein in das Herz des Dschungels.
Und auf einmal waren wir da, waren sie da, die Seekühe. Immer wieder ein wunderschöner, entschleunigender Anblick. Große Panoramascheiben geben Gesicht auf sie und auf die großen Pakus frei. Allerdings fehlt bedauerlicherweise eine Einblickmöglichkeit von oben. Dennoch absolut sehenswert. Und natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau. Die Beschilderung ist hilf- und lehrreich und in Teilen mehrsprachig. Gegenüber in diesem Felstunnel sieht man in einer wirklich netten Anlage Krokodiltejus oder Krokodilteus. Wenn wir die Grotte verlassen, folgen rechter Hand des sich windenden Weges Scharlachibisse im Freiflug. Indoor ungewohnt, aber irgendwie atmosphärisch schön und besonders. Linker Hand warten eine nicht allzu überzeugende Zwergkeimanhaltung, ein ordentliches Tamarin-Faultier-Gürteltiergehege und ein etwas zu kleines Anaconda-Terrarium, sowie Blattschneiderameisen, welche im Vergleich doch etwas mehr Raum hatten. Deutlich mehr sogar. Das entging nicht nur den Augen des imposanten Nachbarn nicht, sondern auch unseren. Während wir Nachbar grüner Leguan beobachteten, neben Pfeilgiftfröschen und anderen Terrarientieren. Beim Verlassen des Hauses passierten wir noch die Ibisse, aber auch eine gute Innen- und Außenvoliere für Hyazinth-Aras. Dieses stimmungsvolle Guyana-Areal, drinnen und draußen, umfasst 12.530 Quadratmeter und offenbart uns jetzt noch einige Landschaftsgehege. Am Hallenaus, bzw. ja eigentlich Eingang, befindet sich wieder die kleine, aber zweckdienliche Insel der Weißbüscheläffchen. Gegenüber liegt das ansprechende, aber eher durchschnittliche Gehege der Flachland-Tapire und Capybaras. Immerhin sind alle Außengehege nett eingebettet und inzwischen auch eingewachsen. Wie im Video zur Menagerie erwähnt, haben beide Zoos denselben Träger und vermeiden Doppelhaltungen. Darum hier Flachland und nicht Schabrackentapire. Zudem laufen wir direkt auf das Wollaffengehege zu. Wir hatten das Glück, dass sie gerade vom Innen in den Außenbereich gelassen wurden. Die Scheibenrahmen wirken stets etwas massiv und nicht dezent, aber die Innengestaltung ist gefällig und angemessen. Danach führt uns der Weg zu den Großkatzen, die neben Nebelpadern am seltensten in Zoos gezeigt werden, nämlich die Jaguare. Deren Gehege hier in Paris ist grundsätzlich sehenswert und tiergemäß, aber für einen Neubau zu klein in der Fläche und in der Höhe. In Slin ist es etwas anders. Dennoch auch in Paris eine angemessene und überdurchschnittliche Haltung für die Könige des Amazonas und Pantanals, die ja selbst noch in Mittel- und Nordamerika vorkommen. Entlang der Tapiranlage und des Jaguar-Areals geht man weiter zu Halsband-Pekaris und Waldhunden. Letztere haben wir leider mit dem ersten richtigen Blick auf Grand Rochelle nicht sehen können. Die Halsband-Pekaris dagegen waren, wie eigentlich immer, recht munter unterwegs. Bei diesen Nabelschweinen aus der neuen Welt angekommen, sind wir am Übergang von Guyana nach Europa angelangt. Dieses umfasst 10.800 Quadratmeter und zeigt zunächst in zwei ordentlichen, aber mir zu zaunlastig abgegrenzten Gehegen Luchse und Vielfraße, die sich leider auch nicht zeigten. Wer genau hingesehen hat oder hinsieht, erkennt, dass sich geschickter und sinnvollerweise auch die Flora der Gehegeeinfriedungen von Themenbereich zu Themenbereich anpasst bzw. ändert. Außerdem lässt sich auf der Rückseite der Großvoliere feststellen, dass die Infrastruktur mit Toiletten, Barrierefreiheit, Orientierungsplänen und Beschilderung hohes Niveau bietet. Die Gastronomie hingegen könnte man quantitativ und qualitativ noch etwas ausbauen und optimieren. Anders als Luchse und Vielfraße ließ sich ein gerade erst eingezogener Vertreter des Iberischen Wolfes, einer Unterart des europäischen Grauwolfes, in der ansprechenden, recht gut strukturierten Wolfsanlage blicken, die aber trotzdem noch größer ausfallen könnte. Auch wenn spanische Wölfe oft als Paar und nicht als richtiges Rudel zusammenleben. Das ist also besonders und etwas anders. Und so ist es praktisch, die Gesamtanlage zweiteilen zu können, wobei der Übergang hier auch gut kaschiert ist. Auf der Kehrseite das stattliche 65 Meter hohen Grand Rochelle, von welchem man nicht nur den gesamten Park, sondern einen Großteil der Weltstadt überblicken kann, liegt noch eine durchaus geräumige und ansprechend ausgestattete Greifvogelvoliere mit Schmutz und vor allem Gänsegeiern, die durchaus attraktiv wirkt und gute Beobachtungen zulässt. Dasselbe gilt für das folgende, einer mit Wasserfall startenden Flusslandschaft nachempfundene Fischottergehege, bei dem nur etwas zu viel mit Kunstfels hantiert wurde, dafür aber auch einige Glasscheiben darin eingefasst wurden. Eine wirklich nette und idyllische Anlage. Auch sie kann zweigeteilt werden und bietet ihren drolligen Bewohnern im Grunde alles, was sie brauchen. Doch ein Großteil der 28 Arten im Parkteil Europa braucht andere Lebensbedingungen und findet sie quasi unter Tage, im Herzen des Berges. Den Eingang darf man nicht übersehen und wird dann mit gepflegten,
recht großzügigen und hübsch gestalteten Aquarien, Terrarien und Biotopen für europäische Fische, Reptilien und Amphibien belohnt, die in einer selten zu sehenden und toll zusammengestellten Auswahl vertreten sind. Beginnend bei Landschildkröten über Scheltopussex hin zu den Giftschlangen, von welchen hier Aspisviper, europäische Hornotter und Kreuzotter gezeigt werden. Wirklich sehenswert und gut gemacht. Eine geschickte Nachnutzung des großen Felsens ist es obendrein. Und damit ein weiteres Highlight seit der Wiedereröffnung des Zoos am 12. April 2014. Danach verlassen wir das Innenleben des Felsens und betreten Afrika. Das Biotop Sahel-Sudan ist das mit Abstand größte Themengebiet des Zoos mit 45.218 Quadratmetern. Und zunächst werden wir von der etwas kargen und sehr betonlastigen Anlage der Guinea-Paviane begrüßt, die unterhalb des Grand Rochelle liegt und eine selten anzutreffende Pavianart präsentiert. Die Tiere finden eine grundsätzlich großzügige und tiergerechte Anlage vor und setzen sich dankbar in Szene. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass der Zoo neben Kronen-Sifakas, großen Bambuslemuren, roten sowie Gürtelwaris und Fischottern auch das europäische Zuchtprogramm für diese Art koordiniert. Mit Blick auf die interessante und innovative WG von Löffelhunden und Erdmännchen, die gemeinsam eine recht nette, aber unschön betonig eingerahmte Anlage bewohnen, und auf die Savanne, möchte ich auch festhalten, dass sich trotz Pflanzinseln die Flächenverschwendung und sonnenintensive Betonterrasse zwischen Pavianen, Felsen und Großvoliere konzeptionell nicht verstehen kann und einen Teil der Wegführung ebenso wenig. Also lieber rein in die Großvoliere zu Hammerkopf, Waldrapp, Löffler, Sichler, Silberreiher und Rosa Flamingo. Die Anlage ist klasse und gelungen, auch optisch. Außerdem ist es einfach beeindruckend vom Besatz. Gerade wenn man einige Bewohner von außerhalb dort drin warten oder in Schwärmen Runden fliegen sieht. Schön ist die Voliere vielleicht trotzdem nicht und der Zoo de Paris ist noch kein Überflieger. Aber immerhin kletterten die Besucherzahlen 2019 wieder auf 570.000 und seitdem weiter. Denn kontinuierlich rückläufige Besucherzahlen von 2,5 Millionen im Jahr der Eröffnung 1934 über 1,5 Millionen in den 1970er Jahren auf lediglich für einen Hauptstadtzoo erschreckende 350.000 im Jahr 2007 hatten eine Neuausrichtung erforderlich gemacht. Es fehlte an Attraktivität und er galt als nicht mehr zeitgemäß. Beim dicht und schattenspendend bewachsenen Weg von der Voliere hinunter zur großen Savanne an der Wasserstelle kann man konstatieren, modern ja, zeitgemäß ja, tiergerecht ja, richtig charmant nein. Reicht das für Paris? Für ein Investitionsvolumen von 167 Millionen Euro? Jedenfalls Einblicke auf die Savanne erhält man genug, aus allen möglichen Perspektiven und Winkeln. Die Vegetation ist auch nett. Zudem wartet die Anlage mit spannenden Bewohnern auf. Eine große Herde Rotschildgiraffen, Strauße, Kronenkraniche, große Kudus und Morgazellen. Man kann sie gut von oben, aber dann eben auch fast hindernis- oder gitterfrei von jenseits des Wassers oder vom fast umrundenden Weg beobachten. Die Anlage ist leider nicht grün, sondern rein sandig, versprüht also eher Wüstenflair, was aber auch zum Sudan oder zur Sahelzone passt. Genauso wie die ähnlich ausfallende Anlage der hübschen Adax- oder Mendes-Antilopen gegenüber. Dennoch in Größe, Struktur und Besatz jeweils wirklich eine tolle Geschichte. Schattenplätze auf dem Weg muss man dann wiederum etwas suchen, aber die Bäume wachsen ja alle noch. Dafür ist die Barrierebepflanzung bzw. Einfriedung vom Weg hin zu den Gehegen wunderbar und stimmungsvoll schön. Mit all den Stauden, Bodendeckern, Gehölzen und Büschen. Gerade auch beim wunderbaren Gehege der Rappenantilopen, ums und selbst im Gehege. Wieder hier gegenüber, jetzt im Kurveninneren des Weges, ist die interessant geschnittene und geschickt strukturierte, große und abgesehen von den Begrenzungspfählen auch optisch sehenswerte Anlage der Breitmaulnashörner und Zebras zu entdecken. Ein ordentliches Gehege, das wirkt, auch wenn der letzte Sommer in Paris ebenfalls besonders trocken war. Vis-à-vis auf der kurvenäußeren Seite liegt das überzeugende, durchaus grün bewachsene und ansprechend geräumige Löwengehege. Heutzutage kann man an dieser Stelle rund um das schattige Picknickareal gar nicht mehr glauben, dass alles am 6. Mai 1931 mit der Kolonialausstellung begann, die Anlass zur Gründung eines großen Zoos gab, dessen Eröffnung dann mit wegweisenden und von Heinrich Hagenbeck nach Hagenbeckschen Prinzipien und Erkenntnissen gestalteten Gehegen am 3. Juni 1934 erfolgen konnte. Der Zoo sollte sich hier in Vincennes nur temporär befinden, aber der große Zuspruch und Erfolg machte ihn zur Dauereinrichtung, bis zur Generalschließung aus besagten Gründen. Nach einem letzten, alleeartig eingesäumten Blick auf Nashörner und Zebras erwarten einen schon die südlichen Pudus auf ihrer Waldanlage und damit Patagonien. Auf den noch einmal 16.570 weiteren Quadratmetern, neben des weiteren Pumas, deren tolle Anlage immer gut umlagert ist,
was das Filmen echt erschwert, aber für Tierart und Anlage spricht, Humboldt-Pinguine, südamerikanische Seebären, Maras, Nandos und Guanacos sowie Nandos mit Vicuñas. Mein Highlight in diesem Parkareal war aber tatsächlich das Puma-Gehege, das mir in jeglicher Hinsicht richtig gut und eben doch besser als das Jaguar-Gehege gefallen hat. Danach kommt rechts des Weges das angemessene und nette, gut einsehbare Pinguingehege in den Blick. Es ist völlig in Ordnung, aber man kann das heutzutage auch noch etwas anders machen. Links des Weges ist dann bereits die erste Wüstenanlage gelegen. Hier für große Maras, Nandos und Guanacos, das echt großflächig und toll einsehbar, aber dennoch abwechslungsreich geschnitten ist. Noch einmal zurück zu den Frackträgern und flugunfähigen Pinguinen, die aber dennoch durchs Wasser tauchen, als ob sie fliegen könnten. Sie kommen übrigens alle auf der Südhalbkugel vor, sodass sie nie Eisbären begegnen. Was ich über diese Anlage sagte, gilt auch für das danach folgende Robbengehege. Es geht noch besser und noch größer, aber es ist gepflegt, hervorragend und großflächig einsehbar und ist dennoch zeit- und vor allem tiergemäß. Wie meine Aufnahmen schon zeigen, besteht aber immer etwas die Gefahr der Konkurrenz zwischen Wasserbecken und dem riesigen Wüstengehege, was nach Salzsatzprinzipien ungeschickt ist. Das war im Tropenareal, Europa und sogar Afrika etwas besser gelungen und umgesetzt. Zuletzt sieht man ein weiteres Wüstengehege, hier jedoch wie gesagt mit Vicuñas und Nandos besetzt. Zu aller und guter Letzt kommen wir allerdings zu meinem Fazit und meiner Bewertung. Der kurz nach der Eröffnung von einem Freund von mir als Drecksretortenzoo bezeichnete Zoo de Paris ist inzwischen eingewachsen und nicht ganz so schlecht. Er erhält 3 Sterne und im Zoo-Examen ordentlich 1,680. Für eine Metropol- und Hauptstadtzoo ging es sicherlich mehr, aber Tierbestand, Tierhaltung und Konzept können schon überzeugen. Was sagt ihr dazu? Der Zoo-Hopper ist raus, bis die Tage.